Ja, nicht so lustige Zeiten sind das im Moment für Jahrmärkte oder Volksfeste. Auch in Österreich Messen, Kirrtage, alles abgesagt bzw. auf den Herbst verlegt. Und ja, der Wiener Prater, der Wurstelprater, dort ist seit Mitte März absolute Pause. Da geht gar nichts mehr und das ist natürlich für alle, die dort arbeiten, eine große Herausforderung. Gastronomie, Fahrgeschäfte, Schaubuden, alles ist zu. Aber auch dort bereitet man sich schon auf die Zeit danach vor und wir waren dort. Und es dreht sich nicht, 65 Meter hoch, viele Tonnen schwer, die Attraktion für jeden Praterbesucher. Doch das Wiener Riesenrad steht still. Das gab es zuletzt am Ende des Zweiten Weltkriegs. 1945 führten Bombenangriffe zum Stillstand. Jetzt ist das Coronavirus dafür verantwortlich, warum sich das Wahrzeichen nicht bewegt. Schockierend, würde ich sagen. Unnatürlich irgendwie. Das dreht sich immer, man ist immer da, es ist immer viel los und plötzlich fährt man alles runter. Das ist natürlich auch managementtechnisch nicht ganz so einfach gewesen. Dann Kommunikation mit den Mitarbeitern, okay, ihr dürft jetzt nicht mehr arbeiten kommen gerade. Wir wissen nicht, wie es ausschauen wird, aber Gott sei Dank haben wir das ganz gut gelöst jetzt. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Die Zeit der Schließung wird für Servicetätigkeiten genützt. Wartungsarbeiten müssen permanent gemacht werden am Riesenrad. Das ist eine alte Dame, wie wir immer so schön sagen. Das heißt, die Seile werden angeschaut, die Schmierung wird perfekt eingestellt. Im Moment vermessen sie auch noch den Radkranz, weil die sind nicht ganz gleich groß. Und deswegen sind die Seile müssen dann genau eingestellt werden. Die laufen durch so Friktionsbacken, die auch immer wieder erneuert werden, wo ein Kunststoff drinnen ist, wo das Seil durchläuft und wo das quasi auch ausgeglichen wird, dann diese Radien, diese kleinen Unterschiede. Und das wird gerade gemacht. Und im Hintergrund laufen auch bereits die Vorbereitungen für den Tag, an dem das Riesenrad wieder Schwung aufnehmen darf. Sämtliche Gondeln wurden grunddesinfiziert und in Zukunft werden nur noch 4 statt 15 Personen in einem Waggon Platz finden. Die Sperre trifft alle Praterunternehmer wirtschaftlich sehr hart. 1200 Menschen sind hier beschäftigt. Bis zu 90.000 Besucher strömen normalerweise an einem Frühlingstag in den Wurstelprater. Am 15. März hätte die heurige Saison eröffnet werden sollen. Doch als die Regierung am Freitag, den 13. März, die Corona-Maßnahmen verkündete, war auch im Vergnügungspark mit einem Schlag der Spaß vorbei. Gespenstische Stimmung ganz ohne Fahrt mit der Geisterbahn. Der Flug von Corona macht selbst vor Piraten nicht Halt. Erst im Vorjahr wurde diese Familienattraktion eröffnet. Nun sind hier die Rollbalken runtergezogen. Naja, die Anlage ist an sich fix fertig, also die Reifen sind getauscht, Ölwechsel wurden alle gemacht. Was wir jetzt noch machen, das ist halt im Prinzip, wir überlegen, Arbeit gibt es immer, man findet immer eine Arbeit. Jetzt tun wir gerade im Prinzip feinjustieren, die Figuren, dass die am richtigen Zeitpunkt kommen, dass die Bewegungen passen. Das gehört halt immer wieder, zwischen Winter und Sommer verhält sich der Luftdruck anders. Das gehört immer wieder nachjustiert, Details, die nicht unbedingt vielleicht notwendig sind, aber wir haben jetzt viel Zeit. Christoph Brandthuser und seine Familie haben viel Herzblut in die Entwicklung dieser Indoorbahn gesteckt. Doch die Abenteuer der Seefahrer und Räuber bleiben bis auf Weiteres im Verborgenen. Insgesamt sorgen im Prater 80 Schausteller für Rummel. Ohne Corona wäre bei so einem schönen Wetter hier am Kalafatiplatz wohl einiges los. Der Wurstelprater hat in seiner mehr als 250-jährigen Geschichte schon einige Krisen überstanden. Die Betreiber von Blumenrad, Tagada, Breakdance und Co. sind daher optimistisch und stellen sich bereits auf die Zeit nach der Corona-Krise ein. Im gesamten Freizeitpark werden in Zukunft wohl aber verschärfte Hygieneregeln gelten. Wir warten natürlich ein bisschen ab, wie es aussieht mit der Maskenpflicht, auch für Fahrgäste möglicherweise. Aber unsere Mitarbeiter werden ab dem Datum, wenn wir wieder aufsperren dürfen, mit Schutzmasken ausgestattet sein, mit Schutzbrillen, auch mit Handschuhen. Es gibt zusätzliche Desinfektionsspender.
wie sowieso schon vorhanden waren, aber das wurde auch aufgestockt auf den meisten oder auf allen Fahrgeschäften in den Sanitäranlagen natürlich, und Zugangsbeschränkungen. Das heißt, wir könnten uns auf jeden Fall vorstellen, dass wir die Kapazitäten in den einzelnen Fahrgeschäften ein bisschen hinunterschrauben. Also das funktioniert auf jeden Fall, dass man auch die Distanzen gut einhalten kann. Abstandsmarkierungen in den Warteschlangen etc. Und dann sind wir fit zum Wiederaufsperren, auch hygienisch sauber. Die Praterunternehmer wünschen sich, dass die Sperre im Mai beendet wird und sie ihre Geschäfte aufmachen dürfen. Und dann sollen wieder andere Geister als Corona ihr Unwesen treiben. Schaut schon schöner aus, wenn da was los ist und wenn das Ja, es ist irgendwie schon ein bisschen gespenstisch. Durchaus.